Herzlich willkommen zum September-Jobjournal Ihrer Agentur für Arbeit. Bei uns erfahren Sie wieder das Neueste vom Arbeitsmarkt im Landkreis Oder-Spree. Heute sind unsere Themen diese hier. Rechtzeitig arbeitssuchend melden, was zu beachten ist, wenn Arbeitsverträge enden. Start in die Ausbildung, welche Hilfen es gibt, wenn der Start holprig war. Und Jobticker, wir präsentieren eine kleine Auswahl aktueller Stellenangebote. Zum Winter und zum Jahreswechsel enden regelmäßig viele Beschäftigungsverhältnisse. Zum Beispiel, weil befristete Verträge auslaufen oder in einigen Branchen saisonbedingt Kündigungen ausgesprochen werden. Gerade im September stehen deshalb jedes Jahr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der Frage, wie, wann und wo muss ich mich bei der Arbeitsagentur melden? Wie Sie alle notwendigen Fristen wahren und Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld I nicht gefährden, das erklären wir Ihnen Schritt für Schritt im folgenden Beitrag. Wenn der Arbeitgeber kündigt oder ein befristeter Arbeitsvertrag ausläuft, ist es wichtig, sich rechtzeitig bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend zu melden. Sobald man sich arbeitssuchend gemeldet hat, steht einem die Arbeitsagentur bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zur Seite. Das Ziel dabei ist, dass man gar nicht erst arbeitslos wird, sondern nahtlos eine neue Beschäftigung aufnehmen kann. Arbeitssuchend melden müssen Sie sich daher spätestens 3 Monate vor Ende Ihres Arbeitsverhältnisses. Erfahren Sie erst später von der Kündigung, dann muss die Arbeitssuchendmeldung innerhalb von 3 Tagen erfolgen. Diese Fristen einzuhalten ist vor allem dann wichtig, wenn man später Arbeitslosengeld beantragen möchte. Sich arbeitssuchend zu melden ist einfach und geht heute online. Dafür rufen Sie die Webseite www.arbeitsagentur.de/meine-e-service auf und wählen dann die Rubrik Online-Arbeitssuchendmeldung. Wer noch keine Zugangsdaten hat, kann sich an dieser Stelle registrieren. Man erklärt sein Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen und klickt auf das Feld Registrieren als Bewerber. Und wie geht es dann weiter? Wenn Fragen offen geblieben sind, ruft die Arbeitsagentur zurück, um die Angaben der Arbeitssuchendmeldung zu vervollständigen. Und kurze Zeit später erhält man in der Regel eine Einladung zum persönlichen Gespräch mit seinem Arbeitsvermittler oder seiner Arbeitsvermittlerin in der Arbeitsagentur. Das neue Ausbildungsjahr läuft und in diesen Wochen starten viele Azubis in einen neuen Lebensabschnitt. Doch was ist mit jenen Jugendlichen, die trotz aller Bemühungen noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben? Ihnen bietet sich eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten. Erstens, auch Sie müssen am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Einige Lehrstellen sind noch zu haben. Am besten macht man sofort einen Termin bei der Berufsberatung. Regulär ins Ausbildungsjahr einsteigen kann man übrigens noch bis Ende September. Wichtig ist, dass man jetzt schnell ist. Denn je später man die Lehre beginnt, desto mehr Lernstoff muss selbstständig nachgeholt werden. Und wenn es partout nicht klappt mit einer Lehrstelle? Dann ist vielleicht eine von der Arbeitsagentur geförderte sogenannte Einstiegsqualifizierung eine gute Möglichkeit, sich einem Ausbildungsbetrieb gegenüber zu empfehlen. Und man verdient sogar schon etwas Geld. Eine EQ, so die Abkürzung, ist ein 6- bis 12-monatiges Langzeitpraktikum. Der Clou ist, dass eine EQ am Ende sogar auf die Ausbildung angerechnet werden kann. Man verliert also nicht einmal Zeit. Ebenfalls bewährt haben sich die sogenannten ausbildungsbegleitenden Hilfen, kurz ABH. ABH kommen in Frage, wenn zum Beispiel schlechte Noten oder andere Hindernisse im Weg stehen, um die Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen. Die Hilfe beginnt, bevor es zu spät ist. Das kann zum Beispiel Nachhilfeunterricht sein oder die Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Und auch wenn es im Alltag Probleme gibt oder ein vermittelndes Gespräch mit Lehrkräften, Ausbildern und Eltern geführt werden soll, stehen den Jugendlichen erfahrene Mitarbeiter eines Bildungsträgers zur Seite. Wir haben Interesse geweckt? Jugendliche fragen die Berufsberatung nach EQ oder ABH. Betriebe wiederum wenden sich bitte an ihren persönlichen Ansprechpartner im Arbeitgeberservice. Nicht nur Arbeitslose und Ausbildungssuchende, auch Berufstätige oder Wechselwillige können das folgende Angebot der Arbeitsagentur nutzen. Denn wer nicht mehr weit pendeln will oder sich beruflich verändern möchte, für den haben die Arbeitsagenturen in Fürstenwalde, Beeskow und in Eisenhüttenstadt ein besonderes Angebot. Jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es Jobs to go. Hier kann man sich unkompliziert und ohne Anmeldung über aktuelle Jobs und freie Lehrstellen im Landkreis Oder-Spree
und auf Wunsch auch darüber hinaus informieren. Wer auf eine Stelle gut passt, geht mit einem konkreten Kontakt nach Hause, um sich gleich bewerben zu können. Der nächste Aktionstag Jobs to Go findet am 19. Oktober statt. Alle Job- und Lehrstellensuchenden sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Und wie schon in den letzten Ausgaben präsentieren wir Ihnen jetzt 5 aktuelle Arbeits- und Ausbildungsstellen aus dem Landkreis Oder-Spree. Hier kommt der Jobticker. Gesucht wird ein Gesundheits- und Krankenpfleger oder Krankenpflegerin. Der Arbeitsort Woltersdorf. Voraussetzungen sind abgeschlossene Berufsausbildung, Spaß an der Arbeit mit alten Menschen, Führerschein Klasse 3. Zusätzlich sollte eine Identifikation mit den Zielen eines evangelischen Krankenhauses vorhanden sein. Angeboten wird eine Voll- oder Teilzeitarbeitsstelle, leistungsgerechte Vergütung und Jahressonderzahlung. Umfangreiches Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorhanden. Kontakt: Frau Großer, Telefon 03361 569 162 oder unter der genannten E-Mail-Adresse. Geboten wird eine Arbeitsstelle als Medientechniker oder Kommunikationselektronikerin oder Elektroniker. Arbeitsort: das gesamte Land Brandenburg und Berlin, aber auch darüber hinaus. Installation von Medientechnik wie Beamer, Touch-Display oder ähnliches. Die Tätigkeiten sind Verkabelung und Kurzanweisung beim Kunden und die Arbeitsvorbereitung für die Installationsaufträge. Voraussetzung: handwerkliche Fähigkeiten, gefestigte IT-Kenntnisse, Schulenglisch sollte vorhanden sein, gute Rhetorik und der Führerschein Klasse B. Belohnt wird die Arbeitsstelle mit einer unbefristeten Vollzeitanstellung. Der Kontakt: Frau Liebe, Telefon 03366 501 437 oder hier bei der gezeigten E-Mail-Adresse. Gesucht wird ein Mobilkranführer oder Kranführerin. Der Arbeitsort: Eisenhüttenstadt. Fahren und Bedienen eines Mobilkrans, das ist die Tätigkeit. Voraussetzung: Führerschein CE, Kranschein, Mobilkran oder Bereitschaft, diesen zu erwerben. Kondition: Vollzeit, unbefristet. Kontakt: Frau Völker 03364 504 201 oder per Mail bei der hier gezeigten E-Mail-Adresse. Es gibt aber auch Ausbildungsstellen ab 2018 zum Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer. Der Arbeitsort ist das Land Brandenburg und Berlin, die Berufsschule Brandenburg an der Havel. Die Tätigkeitsmerkmale sind Dämmung, technische Anlagen in der Haustechnik oder an Industrieanlagen. Die Voraussetzung: Interesse und körperliche Eignung, Hauptschulabschluss mit solider Note in Mathe. Die Ausbildung gilt ab 1. September 2018 und die Ausbildungsvergütung 675 Euro im ersten Lehrjahr, 895 Euro im zweiten und 1120 Euro im dritten Lehrjahr. Interesse? Dann steht Frau Steifert unter Telefon 03364 504 105 zur Verfügung oder per E-Mail unter der hier genannten E-Mail-Adresse. Und hier noch eine Ausbildungsstelle ab 2018 zum Zerspannungsmechaniker oder Mechanikerin. Der Arbeitsort ist Storkow in der Mark, Berufsschule ist Elsterwerda. Was lernt man? Fertigung von Präzisionsteilen, Arbeiten mit CNC-Werkzeugmaschinen. Die Voraussetzung: mittlere Reife, handwerkliches Geschick. Das Ganze gilt ab 1. September 2018, Ausbildungsdauer 3,5 Jahre. Interesse? Dann steht Frau Julian unter 03364 504 129 zur Verfügung oder hier auch unter der genannten E-Mail-Adresse. Nach vielen weiteren Angeboten können Sie jederzeit auch in unserer Online-Jobbörse stöbern. Darunter übrigens auch viele neue Ausbildungsplätze schon für das Jahr 2018. So, das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten Sie mit diesen Informationen wieder ein Stück weiterbringen. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder anderweitig Anregungen für das Jobjournal haben, freue ich mich auf eine E-Mail. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Jobjournal im Oktober.